Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe schon bei dem letzten Antrag der Grünen zur Installation eines Beirats, war es damals, glaube ich, meine Skepsis geäußert, ob das wirklich zielführend ist, jetzt noch weitere externe Gremien zu installieren. Das, was Sie vorschlagen, ist mir von seiner Funktion auch nicht wirklich klar. Wenn dort formuliert ist, dass dieses externe Controlling die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft bei der weiteren Fertigstellung des Bauvorhabens BER begleiten soll und gegebenenfalls Vorschläge zur sachgerechten Abarbeitung der offenen Probleme unterbreiten soll, dann ist das nicht der Vorschlag zu einer Verbesserung und Neuaufstellung des Beteiligungskontrollings, das ich ja auch mit einigen aus Ihrer Fraktion gemeinsam im Beteiligungsausschuss demnächst diskutieren werde, sondern das ist sozusagen operative Aufgaben noch mal an ein externes Gremium zu geben. Und das, sage ich, ist nicht zielführend. Und wir haben auch an diesem Flughafen keinen Mangel an Controlling-Berichten und Controlling-Gremien. Wir haben Aufpasser für Kosten und Termin. Wir haben das Kosten- und Termin-Controlling der Bauüberwachung. Das wird dann gleichzeitig noch mal von dem Projektsteuer-Ober beaufsichtigt. Und es gibt ein Controlling des Controllings, des Kostencontrollings. Und es gibt das Bürgencontrolling über McKinsey, das auch Einsicht in alle finanzierungs- und kostenrelevanten Pläne hat. Ich glaube nicht, dass es durch die Installation eines vierten Gremiums besser wird. Sondern, jetzt sage ich jetzt zu dem Vorschlag von Herrn Dobrindt was. Wenn Herr Dobrindt der Auffassung ist, dass die Geschäftsführung des Flughafens nicht korrekt berichtet über Kosten und Baufortschritt, dann ist das Problem nicht die Installierung eines neuen Gremiums, sondern ist das Problem, dass das Management anders aufgestellt werden muss, dass man sich auf dieses Management verlassen kann. Und da muss Herr Dobrindt an dieser Stelle konsequent sein und nicht eine neue Alibi-Veranstaltung konstruieren. Sie haben ja noch mehrere andere Punkte in Ihrem Antrag. Ich finde den zweiten Punkt, den Sie haben, den finde ich unterstützenswert, nämlich die Forderung nach einem Statusbericht über den Zustand des Terminals vorzulegen und die entsprechenden Untersuchungen, Planungs- und Bauarbeiten und die Mängel noch mal darzustellen. Das, glaube ich, ist eine sinnvolle und wichtige Information. Was ich für nicht zielführend halte, ist Ihre Aufforderung, dass jetzt das Abgeordnetenhaus monatlich Berichte bekommen soll. Um Himmels Willen, das Problem dieses Flughafens liegt nicht darin, dass er nicht genug Berichte schreibt, sondern das Problem dieses Flughafens liegt darin, dass es nicht in der Lage ist und dass das Management nicht in der Lage ist und dass der Flughafen nicht in der Lage ist, die Probleme zielstrebig innerhalb des vernünftigen Kostenrahmens abzuarbeiten und einen Terminplan vorzulegen. Ich warne davor, dass das Abgeordnetenhaus meint, es könnte ein Oberaufsichtsrat werden und noch besser werden als der Aufsichtsrat. Ich sage, da diese Qualifikation und diese Aufgabe sollte man sich als Legislative nicht anziehen. Wir brauchen auch die Unabhängigkeit als Kontrolleure des Senats. Und ich will diese Funktion nicht vermischt haben. Und deshalb sage ich, wir sollten diesen Antrag im Ausschuss noch mal gründlich diskutieren, was mit diesem Controlling-Gremium wirklich gemeint ist. Ich glaube, da sind ganz viele verschiedene Funktionen, gehen da durcheinander. Die Berichtsaufträge sind teilweise sinnvoll, teilweise nicht sinnvoll. Das sollten wir im Ausschuss noch mal ausführlicher diskutieren.